Wahlparty im Konzertsaal des Gießener Rathauses am Sonntagabend. Für wen es etwas zu feiern gab und für wen nicht, da stand recht schnell nach den Prognosen für die Bundestagswahl und die hessische Landtagswahl fest. Auf den Bildschirmen im Konzertsaal und im Foyer wurden die Zahlenspiele um mögliche Koalitionen verfolgt, denn wer mit wem regiert, bleibt unklar. Die CDU ging aus beiden Wahlen als stärkste Kraft hervor. Für den Bundestag konnten die Christdemokraten zeitweise in einigen Hochrechnungen sogar auf eine absolute Mehrheit hoffen, was sich schlussendlich aber nicht erfüllte. In beiden Parlamenten, so schien es zunächst, war der CDU ihr Koalitionspartner FDP durch das Nichterreichen der 5%-Hürde abhanden gekommen. Auch für ein rot-grünes Bündnis fehlen sowohl im Bund als auch in Hessen die Mehrheiten, trotz einer besonders auf Landesebene wieder erstarkten SPD. Das Direktmandat für den Bundestag konnte Dr. Helge Braun von der CDU gegen Rüdiger Veit von der SPD verteidigen. Die Stimmen zur Wahl. Angela Merkel ist eine tolle Bundeskanzlerin, die auch viel Unterstützung in der Bevölkerung erfährt. Wir haben ja sie hier auch in Gießen auf dem Schiffenberg gehabt. 3000 Menschen waren da. Es war richtig Volksfestatmosphäre. Ich glaube, die CDU als große Volkspartei, als eine, die Politik wirklich für breite Teile der Gesellschaft macht, wird sehr akzeptiert in der Bevölkerung. Und das sieht man auch in diesem historisch hohen Wahlergebnis und auch in den großen Zugewinnen. Und darüber freue ich mich natürlich als jemand, der in den letzten 4 Jahren auch dieser Regierung mit angehört hat. Ich hatte hier für Hessen einen Regierungswechsel ziemlich sicher erwartet und bin insoweit in meinen Erwartungen leider enttäuscht, sage aber auch dazu, dass die SPD gegenüber dem letztmaligen Wahlergebnis so viel aufgeholt hat, ist eine große Leistung und die haben wir im Wesentlichen Thorsten Schäfer-Gümbel zu verdanken. Ist von der Bundesseite schon mal enttäuschend, was da an Ergebnis reinkommt. Jetzt gilt es, das aufzuklären, was wir da gemacht haben, zurückzublicken und quasi eine inhaltliche Analyse zu machen von dem, was wir dort quasi, wie wir uns präsentiert haben. Und ich glaube, da ein Schwerpunkt sollte sein, dass die Vorschläge, die wir gemacht haben, von den Menschen in Zukunft als Chance begriffen werden und nicht als Bedrohung. Wobei auf Landesebene ist es momentan so, dass es relativ unklar ist, was da jetzt noch passiert im Laufe des Abends. Was aber klar ist, dass diese Ausschließeritis, die hier betrieben wurde, nicht von den Grünen, wir waren die Einzigen, die das nicht gemacht haben, wieder dazu geführt haben, dass wir hier die berühmten hessischen Verhältnisse haben. Ich finde, die Piraten gehören noch nicht im Bundestag. Die Piraten brauchen einfach noch 5 Jahre Zeit, um überhaupt zu wissen, wo sie hinwollen. Aber ich finde, wir haben einen Zuwachs von 1,4%, das finde ich sehr gut. Und dieser Hype durch die Presse, das war halt gehypt und jetzt sind wir da wieder, wo wir angefangen haben. Also von daher bin ich zufrieden. Zur großen Überraschung kam es spät nachts, als es der FDP in Hessen doch noch gelang, die 5%-Hürde zu überklettern und die Freien Demokraten nun doch noch 6 Abgeordnete in den nächsten hessischen Landtag entsenden können.